Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir wurden angeschossen, besser gesagt, wir haben einen Kopfschuss bekommen. Und hier war auch eigentlich gerade ein junger Herr, der uns seine Maske geliehen hat. Ganz netter Typ. Was tut das hier? Ich weiß es nicht mehr. So, da ist so eine Fledermaus. Ich muss vorneweg schon mal sagen, die eingefrorenen Leichen hier sehen ganz nett aus. Könnte man so als Thumbnail gut benutzen. Ah, Medipack. Gib her. Brauche ich. Schmeißen wir uns gleich mal rein. Wir haben jetzt sogar zwei. Nimm mal eine. Dann nehmen wir eine Nadel und pieken uns. Okay. Ihr habt gerade was gesehen. Und zwar bin ich an einer Stelle schon gar nicht weitergekommen. In dem ultimativen Ranger Hardcore Modus. Und habe jetzt einfach mal von vorne angefangen, weil irgendwie blöd war, dass ich da 3-4 Mal verreckt bin. Und wenn da schon so die ersten Begegnungen mit den Gegnern ich so kläglich versage, dachte ich mir, gut, dann machen wir nochmal, springen wir zurück. Und ja, machen wir nur den Hardcore-Modus. Da sehen sie uns vielleicht nicht sofort und ich halte mal ein bisschen gegnerischen Feindbeschuss aus. Weil es war wirklich so, im Ranger-Hardcore-Modus, ein Treffer oder zwei maximal, bin ich tot. Ist natürlich geil, aber wenn man erstmal in das Spiel kommen muss, nicht so geil. Das kann man so als zweites Mal machen, wenn man es einmal durchgespielt hat. Dann kann man Ranger-Hardcore-Modus machen. Mal gucken, wie hart der Hardcore-Modus ist. Ob ich mit dem besser klarkomme. Und was ich geil finde, hier, die nehmen sich wirklich Zeit, weil er geht, springt mit den Füßen vorab, wie man es in echt auch machen würde. Das habe ich schon anders gesehen. So. Und wir können hier kein Hammerchen nehmen. Gib mir den Hammer, ich will Schädel einschlagen. Du bist tot. Tut so scheiße aus. Ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt auch Grafiktreiber installiert. Das sieht ja echt Mist aus. Ich bin da vorhin, wie gesagt, das Aussehen nochmal aus. Warum sieht denn das Blut jetzt so nicht so gut aus? Abrauch. Hm? Ich habe da nichts umgestellt. Einfach zurück. Hm. Mal gucken, ob das nochmal so auf. Die verdammten Telepathen sind durchgebrochen. Taucht. Die Arbeiter sind erledigt. Richte deine Waffe auf die Öffnung. Wenn irgendwas durchkommt, dann schieß. Hm. Aber die Fliesen sehen so aus wie letztes Mal auch. Weil ich finde hier diesen Fliesenkleber oder so mit den Fliesenabdrücken finde ich echt cool, dass das eingebaut haben. Achtung, die Drehscheibe wird aktiviert. So. Ist das hier so ein großer Bahnhof wahrscheinlich, wo wir sind? Oh, ein, zwei Wachen. Drei. Voll beladen. Die Lok. Hatte ich mir letztes Mal gar nicht angeguckt. Yamak? Ja,
Graben den Mund von deinem Gejammer, du alter Stinkstiefel! Du wanderst direkt in den Graben, wenn du nicht still bist. Jetzt hör zu. Wenn du hier rauskommst, werden wir so eine Scheiße nicht noch einmal dulden. Okay? Tiere! Wie können sie nur? Was kann ich nur tun? Hier, ich helfe dir. Ein Mutant? Ein Telepath? Ein Mensch? Ja, ein Heinrich. Ja, wie bist du? Oh, mein Gott. Wegen dir hat sie so geschrien. Ach ja. Lebendig! Du bist wegen ihr gekommen? Jupp. Also gut. Ich werde dir helfen. Endlich. Knie-Pack. Bin ich mal nützlich. Okay, sie haben das Mädchen zum Verhör durch den Kommandeur in die Basis gebracht. Jo. Ich kann dich nicht zum Haupteingang bringen. Da sind zu viele Wachen. Aber vielleicht klappt es von der Rückseite. Auf geht's, aber nicht zu hastig. Wenn die dich bemerken, sind wir beide erledigt. Warte. Du bleibst besser im Schatten. Wir bleiben im Schatten und machen erstmal Licht aus. Wir machen das so. Du machst heimlich das Licht. Ach, Sherlock, ist dein Anfall jetzt vorbei? Was zum Teufel ist hier los? Das ist wieder die verdammte Sicherung. Oh, liegt da was? Nee, kann ich nichts einsammeln. Anscheinend sind die Reparaturen am Generator noch nicht abgeschlossen, Feldwebel. Nicht so schnell. Länger. Sag den Arbeitern, die sollen mal nachgucken. Geh nur geduckt und sei leise. Ist ja vernünftig geworden, Jammer. Siehst du die Leiter? Jupp. Versuch dich dorthin zu schleichen. Jupp. Nein, da an der Wand. Jupp. Jermak, bist du das? Was stammelst du da? Komm her und hilf mir beim Reparieren. Leiter hochklettern. Komm schon. Na los, na los. Das sollte ein Kinderspiel für dich sein. So, hier sehen sie einen kaum, aber später im Kampf haben sie mich gut gesehen, die Schweine. Was blinkt hier gerade? Kannst du das leise erledigen? So, ja, mach ich. Ach da. Schleiche dich an deinen Feind heran, um ihn lautlos zu schlagen. Wie wär's mit Genick umdrehen oder... Hammer nehmen und töten. Ja. Das Licht aus. Kann man auch nicht looten. Nicht looten kann man den Mann. Warte, warte einen Moment. Warte. Du hast einen Köder. C, okay. Gut gemacht. Und was nun? Auf geht's. Komm. Mach auf. Hey! Chef! Geh durch. Hey. Na los. Jo. Hier ist nichts zum Einsammeln. Wir können gleich weiter. Das System versorgt. Viel Glück. Ja, es versorgt hier die Leute mit Luft. Und dadurch schauen wir jetzt ab. Wieder mit den Füßen voran. Anna. 86. Mein Kind, dein Vater weiß darüber Bescheid. Er bildet unsere Leute aus. Wer könnte das besser als er? Ob er was weiß? Was ist das hier? Was sollen diese Türme? Warum habt ihr meine Aktion erschossen? Warum? Das hat keiner gewollt. Ihr beide hättet ein paar Peitschenhiebe bekommen und wärt dann wieder zu Miller gebracht worden. Ja. Warum musste dieser Idiot seine Nase da reinstecken? Hat keiner gewollt. Wenn du nicht auch eine Kugel abgeben willst. Ich würde gerne den Kalender mitnehmen. Man muss immer irgendwelche Texte einsammeln oder irgendwelche Postkarten sammeln. Aber so einen schönen Kalender hier, so ein Posterchen mal mitnehmen. Naja, das geht nicht. Hallo! Ich bin der Heinrich. Du, stirb mal leise. Ach ja.
Ach, du Anna. Lebst! Ja. Yeah. Bist du verletzt? Nein. Hunters Abzeichen? Es hat die Kugel abgefangen. Hunter war cool, glaube ich. Also, haben wir im ersten... Oh. Keine Bewegung. Achtung! Steuereinheit beschädigt. Idioten! Es herrscht Krieg! Ein Tod reicht euch wohl nicht hier. Was sind das alles für Geräte? Das ist ein universeller Breitbandstörsender. Was? Deshalb kann Moskau niemanden empfangen. Und niemand uns empfangen. Wasserschaltung angeleitet. Scheiße. Das ist gar nicht. Na, erzähl doch weiter diesen Quatsch. Die hätten mit der Familie von unserer Spedition in die Dach. Hast du das gehört, Atjom? Ja, wir sind nicht allein. Aber ich kann die Lampe ausmachen. Ich weiß. Ich weiß. Du wolltest mir ja nicht glauben. Ist nicht nur Russland. Da ist die ganze Welt. Ja, ach nee. Oh mein Gott. Wollen wir ihn erschießen? Warum? Darum. Warum habt ihr Moskau vor der Welt versteckt und umgekehrt? Weil der Krieg noch nicht zu Ende ist. Und ihr verhaltet euch wie verdammte Kinder. Die Wachen werden bald hier sein. Verdammt! Nicht schießen! Ich gehöre zu ihm! Artyom? Zu euch! Jo, der gehört zu uns. Ja, ich komme ja schon, ich komme ja schon, ich guck nur. Die Waffe mitnehmen? Naja. Gehört das dir? Haben die hier liegen gelassen? Wir müssen raus, bevor sie sich erholen. Spachen! Du musst dich über den Hof schleichen und dann durch die Tür, aus der die Wachen kommen. Hierher, schnell! Auf geht's! Gut. Ja, Mark. Wer bist du? Andrei Ivanovich Jermak, der Zugführer. Lauft jetzt! Lauft zu diesem Hangar und zu Gott will, bringe ich euch hier raus! Die kennen mich, also kann Warum ich ohne hilfst Probleme du uns, Andrei Ivanovich? Ich hatte eine... Ja. Werde ich wohl später erzählen, hoffe ich. Er hatte auch mal eine Anna. Sei vorsichtig. Bestimmt. So, Maske auf und raus. Ab in den Sommer. Atjom, ich sehe den Feind. Hilf mir ein wenig. Bei dem Schneegestöber sehe ich nicht viel. Jo. Vergiss deine Sichtbarkeitsanzeige nicht, Atjom. Wenn du dich nicht so schnell bewegst und aus dem Licht bleibst, bemerken sie dich kaum. Am Arsch. Auch wenn du deine Taschenlampe einschaltest, können sie dich bemerken. Atjom, da kommt wer. Weit über. Ich gebe dir von oben Deckung. So. Nein, Licht aus. Haben wir ein Licht an? Nee. Die Pistole hat einen Haken, die ist zwar lautlos, aber sie hat so ein Trommelmagazin oder so und auch einen 2-3 Schuss drin. Und ich habe es bisher nicht geschafft, beide mit je einen Schuss zu töten. Und nach dem dritten Schuss ist es, glaube ich, leer gewesen. Dichtbarkeitsanzeige, ach, das ist... Es soll so diese LED über der Uhr. Ja, gehen die mal da? Nein! Nein, doppelt nein! Ah! Scheiße! Diese scheiß Waffe! Ah!
Aber die haben sich nicht bewegt. Beim Ranger Hardcore Modus sind sie da entlang gelaufen. Und hier gerade gar nicht. Warum? Wenn du deine Taschenlampe einschaltest, können sie dich bemerken. Das habe ich jetzt schon so häufig gehört. Eine scheiß Taschenlampe kannst du behalten. Ach komm, da kommt wer. Zwei sogar. Ich gebe dir von oben Deckung. Oder sind sie schon lang gelaufen? Ich hab's nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, ob wir hätten vorbeischleichen können. Ah doch, die kommen. Dann haben wir zu lange gewartet. Voll lame, dass ich an dieser Kackstelle nicht weiterkomme. Bin so schlecht. Sehen, oder? Was war das da? So, das hat mal geklappt. Kommen wir jetzt hier weg? Oh, Munition. Die will ich auch nochmal looten. Ich glaube, wir wurden gesichtet. Achtung, die Kommandozentrale wird vom Feind angegriffen. Ich wechsle die Stellung, Artyom. Es geht los, ich gebe dir Deckung. Unsere Füße sind auf der Stelle zu erschießen. Zivilpersonal hat Scheiße. Weiteres an Ort und Stelle zu bleiben. Ah, ich mache ja schon, ich mache ja schon. Das Türsystem wird wieder hochgefahren. Scheiße, Scheißendreck. Lad doch mal nach, Artyom. Das war's. Alter! Headshot! Nice. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Wir waren ja jetzt nicht schlecht. Also weit war ich noch gar nicht. Ja, meine Taschenlampe. Bla, bla, bla. Deine Mutter und meine Taschenlampe. So. Man könnte ja auf normal spielen, aber das will ich eigentlich nicht. Ich wäre eine Herausforderung. Ich weiß euch nicht, dass es euch das langweilt, aber man will ja irgendwie wachsen oder verbessern. Wenn ich jetzt auf normal spiele, laufe ich wahrscheinlich durch. Das ist meine Angst. Das ist jetzt so, finde ich, machbar eigentlich. Frage ist, kriegen wir beide im Nahkampf tot? Schade. Es sind zu viele. Ich glaube, wir sollten einfach abhauen. Ich glaube, wir hauen einfach mal ab. Hey, hast du... Genau. Wie soll sie... Was? Hey, was ist das da bei der Kiste? Okay, die haben mich gesehen. Da hat die Dose ja echt gerade super funktioniert. Und das war daneben. Es geht los, ich geb dir Deckung. Okay. Aber drei Schuss haben wir noch. Danke. Da ist er. Oh oh.
Die Waffe ist eigentlich gar nicht schlecht. Letzte Minute. So. Waffe mal nachladen. Ich weiß nicht, ob der eine da unten noch lebt. Baby, Anna, du musst da noch ein paar Leute töten. Das wird so nix. Schleich mal hin. Der lebt noch. Über die Munition. Drecksau. So nicht. Jetzt läuft's. T für den Filter. Achtung, die Kommandozentrale wird vom Feind angegriffen. Ah, kriegen sie gleich Verstärkung. Unbefugte sind auf der Stelle. Zivilpersonal hat bis auf weiteres an Ort und Stelle zu bleiben. Achtung, hab mich gesehen. Okay. Artyom, der Hangar ist gleich da vorne. Wir könnten es schaffen. Ja, Baby, alles gut. Ich will Munition. Irgendwo lebt noch was. Alter, hat sie mir den Arsch gerettet oder was? Da oben war noch irgendwo einer, ne? Ich wollte eigentlich schleichen. Ich wollte schon schneichen sagen, aber... Na gut. Dann mal hier raus. Haben wir die zweite Waffe. Ein Schuss. Gute Arbeit, Atjom. Wir sind drin. So, du bist drin. Kannst die Maske abnehmen, Atjom. Jetzt müssen wir Yamak finden. Wie kann ich die Maske nochmal abnehmen? Wisst ihr das? Ich weiß es gerade nicht. Oh, ist sie besser? Warte mal, die ist doch besser, oder? Ah. Nice. So, warte mal, wie war das mit Maske abnehmen? Maske, Option. Steuerung, Tastatur, Waffeninventar, bewegen, verschiedenes war es nicht. Der Fotomodus ist ganz geil. Kann man richtig noch ein paar Sachen einstellen, kann ich nachher irgendwann mal zeigen, wenn wir Zeit haben. Nicht so blöd. Okay, vorwärts, rückwärts. Für die Maske abnehmen, gehen. Nee. Was mit der Waffen? Ziel nachladen. Waffeninventar, Waffe wegstecken. Ha, das geht auch, okay. E interagieren. Kann ich die Maske absetzen? Filter wechseln, T. Licht, Feuerzeug, Journal. Maske, G. Ja, doch, G, aber er hat das nur weggewischt. Mich verarschen, Artyom. Ich drück G. Ah, gedrückt halten. Ah, okay. So. Ah, hier können wir irgendwo reinkriechen. Hier ist eine Notiz. Tabulator. Ah, Tabulator. Einkaufsliste. Punkt für Teenager. Aha. Tolik, wenn du dieses Buchladen findest. Ah, die Bücher. Schuras Notiz. Hm. Ah, verknüllter Brief. Amtliche Mitteilung. Nachschub. Memo. An das gesamte Personal der Spezialwache Schild.
In den letzten Jahren ist die Anzahl der verschwundenen Versuche von Spionen, unsere Verteidigung zu durchbrechen, merklich angestiegen. Ungewöhnlich ist, dass die feindlichen Agenten zum Teil Frauen, alte Menschen und Jugendliche sind. Dies ist ein Beleg für die ungemein große Effizienz der Spezialwache, bei ihrer Arbeit zu verhindern. Was? Dass die Feinde ihr Ziel erreichen, unsere Verteidigung zu durchbrechen und mittels Standardtaktiken Sabotageakte durchführen. Also. Aus diesem Grunde müssen alle Mitarbeiter der Spezialwache ihre Pflichten verantwortungsvoll erfüllen und niemals zögern, Spezialmaßnahmen bei jeglichen feindlichen Agenten zu ergreifen, die festgenommen werden. Vergessen Sie nicht, dass der Feind hinterlistig und einfallsreich ist. Außerdem ist er verzweifelt genug, seine letzten Reserven in die Schlacht zu führen. Nichtsdestotrotz sind die Ressourcen des Feindes immer noch gewaltig und eine in die Ecke gedrängte Ratte ist besonders gefährlich. Verteidigungsrat, ja. Danke für die Info und eine Patientenakte. Wir sind 2009 geboren. Mann, oh Mann. Blutgruppe kenne ich nicht. Komm schon. Ist das das dritte Mal? Ja, komm. Passt schon. So. Achso, alles mal durchlooten hier. Durch. Wurfmesser. So, du hast Wurfmesser gefunden. Halte C gedrückt, um eins auszuwählen. Ah. Dum, dum, dum. Wurfmesser. Wo komme ich jetzt auch da? Wo komme ich denn da lang? Ist das ein Ausgang? Eingang? Ah, da wird's kalt. Okay. Das heißt, okay. Wir gehen wieder rein. Wir hätten einmal komplett außen lang gehen können, quasi. Das wäre dann der coole Weg gewesen. Aber, wie gesagt, ich versuche es immer mit Schleichen, aber wenn es nicht klappt, dann spiele ich Rambo. Oh. Yamak war ein guter Mann. Wenn du näher rangehst, dann kannst du den Alten befreien. Jo. Hey, geh aus. Atjom, du musst die Leiter vor uns hinunterklettern. Sei aber vorsichtig. Hinter dem Tor war was zu hören, sag ich dir. Da draußen ist ganz sicher niemand. Das ist das Außentor, also können das nur Telepathen sein. Jo. Was, wenn es die Angreifer sind? Dann hatten die Telepathen gerade eine schöne Mahlzeit und wir müssen uns keine Gedanken machen. Kann man die Messer wieder einsammeln? Ja. Oh, 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 oh. Da ist einer. Bisschen übermächtig, die Messer, oder? Wir müssen Gruppe runter. D, zum Generatorraum verlegen. Aha, sei da ganz vorsichtig. Zur Abwechslung brauchst du mal nicht den Helden geben. Lass uns warten, bis sie weggehen. Jo. Gut, dass ich da nicht lang gelaufen bin. Warum willst du das ausgerechnet jetzt machen? Die nächste Fahrt ist erst für morgen geplant. Und vermutlich fällt sie jetzt sogar aus. Würde ich jetzt nicht hoffen. Später werden wir noch über Reden. Ups. Nur noch eine ordentliche Kippe. Alles klar. Ach so. Was bin ich froh, euch zu sehen. Da habe ich ein Messer verschwendet, ne? Entschuldigung, das alles klar, ich hätte dich ja fast getötet. Alles gut, danke. In Ordnung, wir haben nicht viel Zeit. Die sind bald zurück. Ich gehe zur Lok. Sie müsste jetzt bereit sein. Geht da hoch und schaltet den Mechanismus für die Drehscheibe ein. Mhm.
Und seid bitte vorsichtig. Sonst ist ganz schnell die ganze Basis hinter uns her. Jo. Ah, was? Ah, toll. War das alle? Was ist denn gerade? Super Glitch? Die hat sich hingelegt? Ja, ich komme ja schon. Ich will aber gucken und machen und tun. Die sind voll, voll. Ja, eine bessere Knifte? Irgendwie haben alle nicht die bessere Knifte, oder? Los, Artyom, wir haben keine Zeit. Ja, hier sind Sachen. Ah. Alle Gruppen zum Hangar. Wie? Oh! Alter! Meine Waffe! Anna! A-N-N-A! Das war heftig. Du bist von hinten wie von vorne und so, ne? Alles klar? Ja, was ist denn, Katze? Alles gut, Katze! Ich hoffe, ihr hört sie nicht. Alter! Ich bin Artyom, ihr Motherfucker! Ich muss nachladen. Hammer? Gut. Jetzt müssen wir mal schnell raus. Aua, schnell nachladen. Jetzt komm, Anna. Voll die Killerin. Ja, wo, was? Muss ich mich mal kurz verbinden. Ich treffe ja gar nichts. Nee, erst Waffe wechseln. Munition, meine ich. Ja, ich helfe dir gleich. Ich brauche die Munition. Artyom, die kann ich nicht alleine. Lass uns das gemeinsam machen. Ja, was kannst du überhaupt? Kann ich nicht alleine. Sieh zu. Zieh einen Finger, Mensch. Ein bisschen. Aus dem Arsch. Ja. Los, Anna. Der Zug fährt. Ah, scheiße. Ja, ich laufe ja schon. Nein. Okay, sie. Nicht mich. Artyom, lauf. Ja! Gibt's hier ein MG oder so? Setz die Masken auf, die Dichtungen könnten beschädigt sein. Wir haben es geschafft. Jo, wir haben es geschafft, Anna. Oh, 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 das ist nicht gut. Blendgranaten, selbstgebastelte. Ich bin blind. Wir haben den Zugführer mit zwei Schüssen festgenommen. Ende. Verstanden, Basis. Ende. Also gut, erschießen Sie die beiden. Und was den Zugführer betrifft... Was soll das heißen, erschießen Sie die beiden? Widersprechen Sie mir nicht, Soldat! Sie es nicht! Der Oberst wird Ihnen was husten. Hm. Herr Oberst, wir haben hier ein Problem. Oh, der Oberst hat keine Beine. Leute, wir sind's! Helft uns! Anna, was zum Teufel? Leute, was macht ihr hier? Das kommt jetzt wieder. Herr Oberst, das bedeutet Kriegsgericht für Sie alle.
Also gut, alle herhören. Seid still. Ich fasse es nicht. Kein bisschen Scheiße. Also ist das wahr? Du arbeitest für sie? Die Mexikaner haben auf Artyom geschossen, sie... Ach, egal. Ihr habt ja keine Ahnung, was ihr angerichtet habt. Wir haben keine Wahl mehr. Die Hanse kann das nicht tatenlos hinnehmen. Die Beobachter werden das nicht zulassen. Nein, ich bin nicht still. Wofür diese Störsender? Ja, warum wird die Tatsache verschwiegen, dass nicht nur Moskau überlebt hat? Dort in dem Graben, da sind Menschen. Aus anderen Städten. Tod. Alle waren die Klappe halten. Kinder. Das erkläre ich euch später. Alles. Opa, wie sieht die Strecke aus? Die Strecke ist okay, zumindest bis zu 100 Kilometer Markierung. Gibt's in der Nähe eine sichere Stelle zum Halten? Natürlich, wir müssen uns allerdings beeilen. Sie haben den Kampfzug gerufen. Also gut, meine Herren. Artyom und Anna haben gerade ein großes Chaos angerichtet. Sie können nicht mehr nach Moskau zurück. Das Kriegsrecht dort bedeutet die Todesstrafe. Jedenfalls muss ich sie aus der Stadt bringen, bis der Ärger verraucht ist. Aber ihr solltet alle bleiben. Hören Sie, Herr Major? Meine Leute haben nichts mit diesem Missverständnis am Störsender zu tun. Das wissen Sie. Also ich werde für Sie kämpfen. Keine Frage. Natürlich. Artyom, Anna, Sie gehören zu uns. Lässt niemanden zurück. Wenn ich hier bin. Also gut, Spartaner. Werft die da über Bord und dann foltern voraus. Mit Artyom. Lass uns etwas frische Luft schnappen. Ich bin so froh, dass die Jungs uns unterstützt haben. Wie es scheint, hat mein Vater ihnen aber auch nichts darüber gesagt. Wir haben 20 Jahre in der Metro verbracht und geglaubt, die Welt sei im Krieg komplett verbrannt. Aber sie haben Moskau einfach nur mit diesen Störsendern umstellt und wir haben nichts bemerkt. Wie genial von ihnen! Mit den Störs. Während du an der Oberfläche verstrahlt wurdest, hat mein Vater einfach weitergelogen. Er hat dich belogen und mich. Er hat alle belogen. Die Warum wer hupt da? Oh, sieht cool aus. Oh. Der Kampfzug. Der feindliche. Halten Sie die Lok sofort an und kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Oh. Das war nur eine Warnung. Wenn Sie nicht Folge leisten, werden Sie erschossen. Verdammt, das nenne ich meine Panzerung. Bist du jetzt zufrieden? Ist es das, was du dir erhofft hattest? Warum sollte es seine Schuld sein? Du hast alles gewusst und hast nichts gesagt. Scheiße! Das war die letzte Warnung. Halten Sie sofort die Lok an. Oh Mist! Bist du in Ordnung? Ja. Nur ein Kratzer. Okay, okay. Warten an. Ich muss davor warnen. Unsere Bremsen sind in keinem guten Zustand. Ja, Bremser. Sollen Sie glauben, wir würden aufgeben? Jawohl. Ach, endlich etwas Verlust. Jetzt bis zum Halt weiterbrennen. Vorschläge, Leute. Granaten dürfen Ihren Lack kaum ankotzen, also. Wie wäre es mit einem Angriff von Ihnen? Nicht genug Sprengstoff. Es sei denn, wir stecken alles, was wir haben, in Ihren Feuerkasten. Bitte, lassen Sie mich das übernehmen. Herr Oberst! Ich teile hier die Freiwilligen ein. Artyom wird das machen. Ja. Der mag mich nicht. Warum Der mag uns nicht. Schuld ist und es wieder hinbiegen muss. Artyom, spring rüber, sobald wir langsamer sind. Ich werde Sie derweil ablenken. Sind Sie das, Jakob? Ja, also lassen Sie den Scheiß, Miller. Sie können nirgends hin. Sie sind nie hier draußen gewesen. Wir schon. Wir wollten nicht weit weg. Nur ein wenig aus der Stadt heraus, bis die Aufregung nachlässt. Und ihr habt einfach das Feuer eröffnet. Lasst ihr uns gehen, wenn wir anhalten? Ich muss Sie verhaften und vor Gericht bringen. Ihnen sind die Anklagepunkte bewusst, nicht wahr? Fahnenflucht. Soll das ein verdammter Scherz sein? Ich? Ein Verräter? Sagen Sie mir, was hatten Sie mit dem Zug vor, hä? Nur eine Spritztour? Nein, darauf ist nur eine Antwort. Sie wurden gekauft und flüchten zurück zu Ihren Auftraggebern. Das Urteil ist also bereits gefällt. Oh. Es wird nicht einmal eine Gerichtsverhandlung geben. Weg. Lassen Sie die Scheiße. Was haben Sie da? Karten? Verteidigungspläne? Wollen Sie sich mit
mit ihrem Leben einen Ruhestand am Meer erkaufen? Sie verdammter Krüppel! Kräne? Hochverrat? Seit Jahren haben wir euch geholfen, ohne Fragen zu stellen. Wir haben unser Blut dafür vergossen. Sie haben Verrat begangen. Sie haben uns vernichtet und Sie... Ich bin mein ganzes Leben Soldat gewesen. Mein Leben habe ich meinem Volk und meinem Land gewidmet. Aber ich will verdammt sein, wenn ich es an Parasiten wie euch vergeude. Sind die Verrückten fliehen? Wohin? Hier gibt es doch gar nichts. Schon gut, ich ergebe mich. Was ist denn, Sonja? So. Damit das Video nicht so lang wird, würde ich sagen, wir machen hier mal einen Break. Und nächstes Mal geht's weiter mit Mission Zugspreng. Also, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.